Weiter geht es mit Civ 6 und mit den Japanern. Eine Runde weiter. Matsumen ist leider nicht mehr mit dabei. Ich habe ihn ins Bettchen geschickt. Wir haben Dukudu hier oben, eine sehr japanisch klingende Stadt. Und die hier unten, da brauche ich noch Namensvorschläge. Hätte ich gerne noch einen Namensvorschlag für die zweite Stadt. Bitte vom Chat. So, und mit dem Speer könnten wir entweder hier unten durchlaufen und viel aufdecken, oder wir lassen ihn ebenfalls hier lang laufen. Und mein Verdacht ist, hier gibt es mehr zu entdecken. Dann ziehen wir nach oben hin weiter. Oder wir nehmen ihn gleich. Ja, ne, wir machen was anderes. Wir laufen mit ihm. Mit ihm lassen wir den Siedler hier begleiten. Hier kann der Siedler solo drüber ziehen. Wir sehen ja, hier ist kein Feind unterwegs. Ein Barbarencamp kann nur spawnen auf einem Geländefeld, das im Fog of War liegt. Aus unserer Sicht. Und das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel hier uns gleich draufstellen, dann könnten wir diese Geländefelder alle abdecken, dass da keiner drauf spawnt. Der nächste Siedler ist in 7 Runden da, der nächste Bürger in 21. Du wärst 14 und 8. Ja, wir haben es schon. Nee, das macht keinen Sinn. Dann ziehen wir das hier. Ja, wir können die 14, 8 machen. Dann verlieren wir ein Gold. In einer Runde kommt hier unten ein Geländefeld hinzu. Das ist mäßig spannend. Wir könnten Gold ausgeben, um irgendein Geländefeld zu kaufen. Das wäre höchstens das 2-2er hier. Das könnte man nehmen. Aber ob das so signifikant mehr bringt, glaube ich eigentlich nicht. Das Gipsvorkommen könnten wir kaufen, das bekommen wir aber durch die Eroberung von Naventa. Und hin dazu, das würde ich alles nicht machen. Ist hier unten, wie viel Nahrung ist hier drauf? Auch nur 2, würde ich alles nicht machen. Weiter oben lang. Im Chat kommen Namensvorschläge rein. Eisenmeer, Kugawa. Wieso Kuh? Wo sind ja denn Kühe? Der ist nur Eisen. Eisenmeer. Nicken 2 Leute. Matsusan wünscht sich North Bullman. Kumbaya und auch die Region ausrufen. Das wird uns nicht klappen. Dafür bräuchten wir eine heilige Stätte vor Ort. Die haben wir uns noch gar nicht gebaut. Die müssen wir auch noch bauen gleich. Den ziehen wir nach oben weiter. Immer mal ein bisschen Geländeerkundung. Eine Runde weiter. Und wir haben jemanden kennengelernt. Wen denn? Asame Tütop Kapudan, ben Süleyman. Kaiser-ı Rum, selamımızı ihsan ederiz. Das ist ein prachtvolles Gewand. Ich bin gerade. Ich weiß, das ist jetzt hässlich. Das ist jetzt kein Charakterzug, mit dem ich punkten kann, aber ich bin gerade ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne so coole Klamotten, hätte ich auch gerne. Okay, das ist jetzt nicht doof, mein Civ 6 Hoodie irgendwie, ne? Im Gegenteil. Aber das sieht doch top aus. Gott, schaut mal die fetten Klunker an. Der größte Edelstein, der direkt unter seinem Kehlkopf hat, der muss gigantisch sein. Riesige, riesige Edelsteine. Vor der Pracht des Topkapi-Palastes heiße ich Süleyman I., Sultan des Osmanischen Reiches, größter Edelsteinträger weltweit, euch, kleiner WB, willkommen. Eine Ehre, euch kennenzulernen. Das ist der neue Anführer. Denn einer der 3 neuen vom 2. DLC vom Leader Pass für Civ 6. Wir tauschen Infos aus über unsere Hauptstädte. Er ist hier unten, schaut mal hier. Da ist er. So weit weg. Boah, der ist viel militärstark. Ich bin so froh, dass er nicht neben uns ist. Wir haben halb so viel Forschung kulturell und genauso viel Forschung naturwissenschaftlich. Das finde ich sehr bemerkenswert. Jetzt ziehen wir hier drauf mit ein bisschen Glück. Ah, hier unten ist Fog of War, aber was? Da kann kein Gelände, da kann aber, ja. Jetzt seht ihr, hier kann alles, was wir aufdecken, da kann kein Barbarencamp entstehen. Wir ziehen rauf und schließen das Gipsvorkommen an. Ich würde ja doch ein Geländefeld hier weiter gucken gehen wollen. Oh, wir hätten eben... Ah, Leute, guckt mal!
Grüner Smiley, wir haben mehr Glück als Verstand. Ich habe gerade vergessen, ihm eine Delegation zu schicken. Wir machen eine Freundschaft. Wir wollen ja ohnehin, wir werden den nicht angreifen, ist am Ende der Welt. Die Japaner spielen kompakt. Können frühzeitig eine Freundschaft bekommen und vielleicht versuchen nachher, das doppelte Gipsvorkommen zu verkaufen oder andere schöne Geschäfte zu machen. Schaut mal, ein grüner Smiley hier. Du und ich, Best Buddies, du sammelst grüne Edelsteine, ich gebe dir einen von meinen. Mal gucken, ob er darauf reinfällt. Sehr schön. Sehr cool. Erste Runde nach dem Kennenlernen und schon auf Gottheit. Jemand, der uns tausendfach oder zumindest fünffach militärisch überlegen ist, zum Freund gemacht. Sehr cool. Der hat als Agenda, die erste Agenda eines Herrschers wird immer fest bestimmt. Der ist an dessen Persönlichkeit gekoppelt. Die zweite Agenda wird später von uns aufgedeckt. Das ist eine zufällige, die bei Partiegenerierung ausgelost wird aus einem Topf. Er hat das goldene Zeitalter des Süleyman. Er ist von Ziffs beeindruckt, die ein goldenes Zeitalter bekommen und guckt auf solche runter, die ein dunkles bekommen. Wir sind in einem normalen und werden auch in einem normalen enden gleich. Die Delegationen können wir uns auch sparen jetzt hier. Er gibt uns 30 Runden lang, jede Runde 6 Gold. Weil wir so viel anscheinend, weil er irgendwie es bezaubert von uns. Dabei hat er schon 4 Städte, die 3, die ihr dort seht, plus die Hauptstadt. Die ist nicht aufgeführt, weil da stehen nur die Handelsobjekte, die möglichen, und die Hauptstadt kann man nicht vertauschen. Soll man die 6 Gold mitnehmen oder die 180? Feedback aus dem Chat. Wir können entweder 120 Gold mutmaßlich bekommen oder 30 Runden lang 6. Was würdet ihr nehmen? Nehmen wir das feste Geld mit? Dann könnten wir den Kornspeicher früh kaufen. Oder nehmen wir die 6 oder verzichten wir auf 60 Gold über 30 Runden und nehmen, weil die einmaligen Zahlungen sind in der Regel so 2/3 so groß unterm Strich, wie das, was man über Zeit bekommt. Ich bin für die 180, bekommen wir nicht. Ich bin für die 120, muss ich ehrlich sagen. Die meisten von euch hätten lieber das 6 Gold Runde für Runde, echt? Wirklich? Also mit den 120 könnten wir frühzeitig Monumente kaufen und könnten damit dann früher 2 Kultur Runde für Runde bekommen in einer solchen Stadt. Wenn ich mir überlege, was cooler ist, 2 Kultur oder 6 Gold. Das Eisen verkaufen. Wir haben noch keine Schwertkämpfer, das können wir nachher auch noch verkaufen. Guter Hinweis. Ja, ja. Ich mache das einmaliger. Und ich wette, es sollten so um die 120 sein. Ah, oh, es ist weniger. Also jetzt will ich es wissen. Jetzt versuchen wir mal rauszukriegen, wie viel er uns gibt für einmal Eis. 7 Gold. Das ist in dieser Spielphase super viel. Und wir können da eh nichts mit anfangen im Augenblick. Das heißt, er würde uns 42... Er will unbedingt unsere offenen Grenzen haben. 8 Gold, 30 Runden lang. Wir machen einen Kompromiss. Jetzt geht aber doch drastisch runter hier. Oh ne. Ernst? Echt? Oh nein. Das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Dann nehmen wir doch die 6 Gold. Gerade.
einen Schieberegler gibt. Dann gehen wir mal auf... Ah, okay. Erstmal schauen, wo seine Grenze ist. Dass man das nicht immer einen Schieberegler lösen kann. Entschuldigung, ich wiederhole mich, aber es ist mir... Und das Spiel ist 6 Jahre alt. Ich liebe es so sehr, dass es hier keinen Schieberegler gibt für sowas. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber bitte, das haben wir nicht einen Schieberegler-Emote sogar? Ich glaube, wir haben einen Schieberegler-Emote im Chat. Könnt ihr das mal bitte posten, um mich ein bisschen moralisch zu unterstützen hier? 118 nehmen wir und 2 Gold, 30 Runden lang und die offenen Grenzen. Danke fürs Schieberegler-Emote. Danke euch. Und jetzt können wir gleich ordentlich Gebäude kaufen. So, und er führt hier den Späher rüber. Er bleibt hier stehen. Ein Weltwunder wurde gebaut, das Orakel. Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Eine Runde weiter. Valin meint, ich bin mir sicher, die Devs werden allein wegen WB bei SIF 7 keinen Schieberegler einbauen. Einfach nur, um dich zu ärgern. Vielen Dank für diesen optimistischen Satz hier, den Doppelsatz. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Exo, vielen Dank fürs 2. Abo. Lieben Dank, Grüße an dich. Valin, nochmal danke fürs 19. Jetzt können wir die heiligen Stätten bauen. Sind große Propheten mittlerweile in der Erzeugung? Immer noch nicht. Nächste Forschung nach der Astrologie. Den Kornspeicher, damit wir den überhaupt kaufen können, müssen wir den erstmal erforschen. Der ist hier unten. Oben kommen wir eventuell schneller voran. Der bleibt hier weiter. Da wollen wir hin, bitte. Eine Runde weiter. 500 der Siedler da. Tarkin, danke fürs 19. Grüße an Tarkin. Ein mega kolossaler Ausbruch beim Stadtstaat. Geländefelder werden gedüngt. Das heißt, bei unserer Eroberung gleich wird dafür gesorgt sein, dass alles hier noch fruchtbarer ist, dass es mehr Nahrung gibt und mehr Produktion. Da können wir jetzt die Stadt gründen. Denkt dran, wir können die Stadt zwar jetzt gründen, aber, wir müssen dann hier nachher ein Aquädukt hinbauen, um Süßwasser zu bekommen, anders läuft es nicht. Und mit ihm, na, wir bleiben ja auch erstmal stehen, den Siedler wird er gleich abholen und rechts rüberbringen. Eine Runde weiter. Kein Mann benetzte jemals Ton und ließ ihn dann liegen, als ob Ziegel durch Zufall oder Schicksal entstehen würden. So, jetzt Kornspeicher baubar, eine Nahrung mehr und vor allem 2 Wohnraum, damit die Städte endlich wachsen können. Forschung. Das haben wir jetzt erforscht. Da könnten wir nachher Fischerboote bauen. Da gäbe es die Bogenschützen, da gäbe es die Stadtmauern. Die Pyramiden, cooles Weltwunder, das wir wahrscheinlich noch nicht bauen. Den Campus würde ich gerne schnell freischalten, damit wir weitere Bezirke bauen können. Wassermühle ist eine Modernisierung in einer Stadt, die man nur bauen kann bei einer Stadt, die an einem Fluss liegt. Trifft auf manche, auf 2 unserer künftig 3 Städte zu. Ist aber eigentlich nur dann besonders produktiv, wenn man Bonusressourcen hat, Nahrungsbonusressourcen in der Stadt. Nach meiner Erinnerung haben wir keine. Ich würde gerne hier rüber das weitermachen. Wir haben im Augenblick relativ hohe Forschungserträge.
Shigon, danke fürs 31. Später Sub, danke dir. Ja. Späte Stunde, schöner Sub. Jetzt gründen wir die dritte Stadt schon. Osaka heißt die hier. Okay. Und kaufen. Wie viel Produktion haben wir vor Ort? Das ist ein super tolles. Super cool, ja, Deluxe. Was bauen wir hier? Wir können sogar einen Bezirk schon bauen. Wir können eine heilige Stätte bauen, haben dafür aber keinen Platz uns überlegt. Hier wollten wir eigentlich ein Industriegebiet hinsetzen. Da, wo das Aquädukt entstehen wird, wir brauchen ja Wohnraum, könnte man eine geniale heilige Stätte auch hinsetzen. Allerdings zwei Geländefelder entfernt nur von dem Vulkan. Versuchung steigt. Wohnraum könnte man in der Stadt auch bekommen, indem man als nächstes in Dukudu nach dem Siedler, nach der Entstehung des Regierungsplatzes, ein Gebäude baut, das den Audienzsaal heißt, ja, der Städten mit Gouverneuren, 4 Wohnraum und 2 Annehmlichkeiten bringt. Noch ist er aber nicht baubar. Den Siedler ziehen wir auf jeden Fall noch durch hier. Alternative ist, wir könnten die Heiligstätte schon mal bauen. Wir wollen hier möglichst schnell einen große Prophetenpunkte generieren. Der wäre schnell fertig und die heilige Stätte. Ach, wir haben hier noch gar keine eingezeichnet. Wir haben hier keine heilige Stätte eingezeichnet. Ja, dann. Hier oben, ne? Oder wir gehen voll ins Risiko. Und hier neben dem Vulkan, hier oben hin. Da oben hin. Das müssten wir uns von unten durchkaufen. Hier ist ja Platz, ne? 3 Berge daneben. Hier noch weitere Bezirke. Riesiger Nachbarschaftsbonus, aber das Teil ging die ganze Zeit kaputt. Aber wir könnten es machen. Eine Tier wäre hier unten auf Nummer sicher gehen und das Geländefeld ist so semi-cool ist. Das kann man auch nehmen, ne? Das wäre auch eine Option. Also erster Ring neben einem Vulkan. Auf Katastrophenwahrscheinlichkeit 3 spielen wir. Da ist man so ein bisschen mad im Kopf. Apropos, Grüße an Matt Beck. Liebe Grüße. Danke fürs 11. Abo hier. Schön, dass dir der Podcast über Civ 7 gefallen hat bei der GameStar. Das freut mich sehr. Lieben Dank für die sehr freundlichen Kommentare hier. Hinter dem Berg hier vorne, das war auch neben dem Vulkan. Das wäre auch 4er. Könnte man machen. 2 Geländefelder kaufen, aber echt, wenn der Vulkan hochgeht. Ihr seid echt risikofreudig, ne? Das ist der erste Ring, das ist der zweite. Im ersten Ring geht sicher andauernd was kaputt. Wenn wir hohe Produktionserträge haben in der Stadt, können wir auch laufend wieder nachbauen. Das geht. Hier die heilige Stätte wollten wir eigentlich hier hinbauen. Da eine dritte daneben. Die beiden boosten sich auch wechselseitig. Das geht ebenfalls. Hier würden wir die heilige Stätte dann hier hinsetzen. Dann würden wir voll aufs Risiko gehen. Dann würden wir hier Geländefelder dazu kaufen. Wir haben ja gerade Gold bekommen von den Nachbarn. Die beiden zu kaufen, würde uns in Summe wahrscheinlich kosten um die 130 Euro. Euro? Gold. Um die 130 Gold kosten, ne? Billiger wäre es, das Geländefeld zu kaufen von der Stadt, aber der Siedler ist noch nicht da. Boah, Leute, ihr wollt echt Geld raushauen ohne Ende, ne? Hier unten hätten wir aber auch ein cooler Nachbarschaftsbonus. Das wäre ein 3er Nachbarschaftsbonus hier. Neben dem Bezirk und die 3. Aber das wäre es auch schon. Hier oben wäre es tatsächlich ein mit der heiligen Stätte ein 5er Nachbarschaftsbonus. Wow. Und hier bauen wir von Osaka aus den Bezirk hin, ne? Die beiden hier. Sowas echt riskieren? Ihr würdet das echt riskieren, ne? Das Feld ist auch so ein cooles. Eine Nahrung, was ihr jetzt nicht im Kopf habt. Ich würde euch das gerne noch als Erinnerungshilfe mit hingeben. Diese Geländefelder im ersten Ring rund um einen Vulkan, die werden über Zeit wahnsinnig Produktionserträge bekommen und Nahrungserträge, weil der Vulkan die immer wieder hochtreibt. Ihr seht im Augenblick die hohen Nachbarschaftserträge dieser Bezirke.
Aber der kommt auch von alleine und ohne, dass es kaputt gehen kann und ohne, dass eine Modernisierung draufstehen muss, riesig, diese drei Geländefelder, die bekommen über Zeit riesige Erträge durch den Vulkan hier. Und das hätten wir sicher, ohne irgendein Risiko einzugehen. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier immer und immer wieder Bezirke nachzubauen. Habe ich keinen Bock drauf. Vor allem, es ist ja, man bekommt die hohen Erträge durch den Bezirk, man verliert die sehr hohen Erträge, die wir hier auch an Produktion und an Nahrung haben werden. Und vor allem die Produktionserträge, die sind Zucker. Die helfen uns hier in dem Spiel immens. Das machen wir anders. Wir übernehmen das Feld hier vorne. Dafür würde ich aber gerne roden. Wir können mit ihm hier vorne roden gleich. Den Siedler zu Ende ziehen. Und kann man Regenwald schon roden? Ja, wir können Regenwald schon roden. Könnten wir den roden, bekämen wir nochmal einen Nahrungsschub rein und einen Produktionsschub. Und ziehen erstmal den Siedler hier durch. Und hier kaufen wir... Wir können beides mit dem Geld, das wir haben. Wir könnten jetzt schon mal den Kornspeicher kaufen, weil in 6 Runden haben wir ja keinen Nahrungsüberschuss mehr. Das Monument können wir uns nicht so schnell kaufen. Wir kaufen uns den Kornspeicher. Dann können wir hier schön weiterbauen bald. Wie lange wird der Bau dauern? Das Monument dauert zu lange. Wir kaufen den Kornspeicher, bekommen auch einen Nahrungspunkt mehr. Und dann bauen wir hier vorne das Monument in 23 Runden. Hier haben wir bald 2 Produktionspunkte zum Beispiel dazu. Da müssen wir nicht mal einen Bezirk setzen. Wir kaufen erstmal keine Geländefelder. Das kann sein. Richtigerweise im Chat. Es kann sein, dass wohl beim Vulkanausbruch die Wälder, die dort stehen, zerstört werden. Dass die abbrennen. Das ist denkbar, ja. Stonehenge in der Hauptstadt, ob das eine Option wäre. Haben wir denn in der Hauptstadt einen Steinvorkommen? Ich kann gerade keines sehen. Ah, du meinst hier vorne? Dann müssten wir hier roden und hier einen Stein. Und dann könnten wir hier Laventa. Da könnten wir hier Stonehenge hinsetzen. Ja, kostet uns 90 Gold und wäre wie schnell gebaut? 15 Runden und bringt uns einen gratis großen Propheten. Das wäre auch eine Option, ja. Das Geländefeld hier dazu kaufen für gerade mal 90 Gold, Stonehenge hier hin. Das kann allerdings auch sein, wenn das die KI parallel baut. Und die heilige Stätte, die werden wir ohnehin hier bauen. Und wie lange braucht die? 7 Runden. Das ist mit zu viel Pokerei. Stonehenge ist ein Weltwunder, was die KI auch sehr schnell und gerne baut. Jetzt liegen wir relativ gut mit der Forschung da. Also im Schnitt im Vergleich zu den anderen Fraktionen generieren wir sehr viel naturwissenschaftliche Forschung pro Runde und wir werden wahrscheinlich klüger als die KI, die Heurekas genutzt haben. Und die KI geht auch nach meiner Kenntnis nicht so sehr in die Spitze bei einer Forschung. Deshalb haben wir das wahrscheinlich früh aufgedeckt hier. Das wäre ein Argument dafür, dass wir sagen könnten, wir versuchen Stonehenge hier zu bauen. Allerdings, hier wollten wir eigentlich ein Industriegebiet irgendwann platzieren. Wir ziehen die Heilige Stätte hier durch. Lass uns mal bei dem Plan bleiben, das ist eigentlich ein guter. So, und den Kollegen ziehen wir hier runter. Er soll nämlich dafür sorgen, dass hier kein Barbarencamp entsteht. Wieder eine Runde weiter. Wir haben in Shizuoka mittlerweile 2 Bürger. Die wurden auch sehr klug platziert hier. In 9 Runden kommt das Feld dazu. Das ist ein sehr cooles Feld. 4 Nahrung, 2 Produktion. Könnte man auch kaufen, kostet nicht so viel, aber wenn es ohnehin gleich in 9 Runden kommt, dann würde ich im Moment noch warten. Gleich kommt der Siedler, danach roden wir hier.
Da ist der Siedler. Der zieht Richtung Norden, bitte. Der hier vorne stellt sich hier hin, weil es dann unwahrscheinlich, weil dann hier keine... ja, der kann hier stehen bleiben. Im zweiten Ring. Dann sorgt er schon dafür, dass hier nirgendwo ein Barbarencamp entstehen kann. Das ist der Siedler. Jetzt wird hier gerodet. Wir roden, ohne dass eine Produktion drin ist. Wenn wir normalerweise, erkläre das mal kurz den Einsteigern hier. Wenn wir normalerweise hier eine heilige Stätte bauen würden, wir brauchen 4 Bevölkerungspunkte. Die haben wir erst in 2 Runden. Dann bauen wir den. Dann ziehen wir den Krieger hier erstmal durch. Dann roden wir noch nicht. Der setzt eine Runde aus. Eine Runde weiter. Oh, guter Hinweis im Chat. Durch das Roden bekommen wir auch Nahrung und dann wäre der 4. Bürger da. Sehr gut mitgedacht, danke. Sehr cool. Ein Zeitalterpunkt. Mögen die Mächte des Bösen verwirrt sein, während dein Pfeil sich seinem Ziel nähert. Wer sich in Konflikte einmischt, den hat schnell die Faust erwischt. So, Militärausbildung ist da. 2 Statue, Reiterbefehle, Veteranenstatus. Das sind alles Karten, die wir nicht brauchen. Und jetzt gehen wir rein in die Politik, in die Forschung und gehen natürlich auf das, was uns die ganze Zeit gewünscht hatten, auf die politische Philosophie. In 10 Runden haben wir die. Bonus ist da. Dann suchen wir uns eine coole Regierungsform aus, mutmaßlich die Oligarchie. Danach beginnt dann das Aufrüsten, um Rapa Nui und Laventa einzunehmen. Rapa Nui sieht so aus, als würde es angegriffen werden, aber die Stadtmauer hat schon einfach dadurch Schaden, dass hier ein Vulkan in der Nähe ist. Wir gründen eine Stadt noch hier oben, dafür ist der Siedler hier. Wir roden jetzt hier vorne, erzeugen Nahrung und Produktion, erzeugen dadurch den 4. Bürger und können neben den Siedler den Krieger hier raus, roden hier ein bisschen und dann können wir hier eine heilige Stätte danach hier platzieren. Hier vorne kommt die 4. Stadt hin. Also die Städte noch alle gründen, 2 Stadtstaaten erobern, dann weitermachen. Bislang lief alles relativ gut, eine Freundschaft. Läuft echt gut. Es ist ein erstaunlich guter Start bislang. Ich hatte eigentlich bei der Generierung der Karte gedacht, oh Gott, wir haben vielleicht Pech mit den Japanern mit der Karte oder so, aber das sieht doch besser aus, als ich dachte. Das macht viel Spaß.